von der Region für die Region. Nach einem aufregenden Premierenjahr bei Kufstein TV mit vielen großartigen Geschichten und unvergesslichen Momenten starten wir mit Schwung in unser zweites Jahr. Liebe Zuschauer, damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Und das erwartet euch diesmal. Schmuckstein. In unserer Retro-Serie Kufstein Steinalt dreht sich alles um ein berühmtes Denkmal. Urgestein Schucki wird seiner Rolle als Stimme der Stammtische abermals gerecht. Hart wie Stein, wir kämpfen uns bei Beat the City durch den erbarmungslosen Großstadtdschungel. Meilenstein, das Team von Kufstein TV gibt weitere exklusive Eindrücke von der Sendungsproduktion. Das Andreas-Hofer-Denkmal wurde 1926 zu Ehren des Tiroler Freiheitskämpfers in Kufstein aufgestellt. Exakt 97 Jahre später präsentieren wir in Zusammenarbeit mit dem Film- und Videoclub Kufstein Aufnahmen von der damaligen Denkmalenthüllung. Film ab für Kufstein Steinalt. Vorerst bleiben wir noch in der Gegenwart mit der Werbung. Werbung! Egal, ob Sie Filme streamen, im Internet shoppen oder an Online-Meetings teilnehmen. Surfen Sie unbeschwert im Netz mit den unschlagbaren Tarifen von KUFnet. Das ultraschnelle Internet überholt alle und kommt bis zu Ihnen nach Hause. Das Team von Kufstein TV, zu eurem einjährigen Bestehen die herzlichsten Segenswünsche. Wunderbar, dass ihr diese Arbeit aufgenommen habt und ich hoffe, dass viele Eindrücke in die ganze Region durch euch hinausgetragen werden und vor allem, dass dieses wunderschöne Tirol immer weiter bekannt wird, auch über die Grenzen des Landes hinaus. Von meiner Seite aus ganzem Herzen gottesreichsten Segen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Geschätzte Zuseherinnen und Zuseher vor den Monitoren, dass wir es können, beweisen wir in den vergangenen Jahren. Es geht weiter. Es geht um Innovation, Digitalisierung, Informationen, Fazit. Es geht um alles. Ganz klar, es muss nach außen hin eine Bewusstseinsveränderung stattfinden. Mein Auftritt hat sich verändert, nicht nur persönlich, sondern auch im Web. Und das geht einfach nur, wenn man die richtigen Kommunikationsrichtungen betreibt. Da braucht man Netzwerk, Planungssicherheit. Tatsache ist, 10 Jahre, es ist einiges geschehen. Am Ende geht es um Wirkung. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Und besonderen Dank der ganzen Technik hinten Backstage. Die ehrwürdige Andreas-Hofer-Figur am Kalvarienberg war ursprünglich für ein Denkmal in Wien vorgesehen. Dies kam jedoch nicht zustande und so wurde die Statue der Stadt Kufstein geschenkt. Am 11. Juli 1926 wurde das Denkmal dann im feierlichen Rahmen enthüllt. Thank you.
Einer der Ehrengäste bei der Enthüllungsfeier 1926 war Fritz Holzknecht, ein Urenkel von Andreas Hofer. Andreas Hofer war im Jahr 1809 der Anführer der Tiroler Aufstandsbewegung gegen die bayerisch-französische Besetzung seiner Heimat. Er leistete bis zum Schluss Widerstand, wurde jedoch 1810 festgenommen und wenige Wochen später hingerichtet. Freiheitskämpfer Hofer gilt seitdem als Tiroler Volksheld. Das Kufsteiner Denkmal wurde 1913 vom Wiener Bildhauer Theodor Kuhn entworfen. 1917 erfolgte schließlich der Guss des Bronzestandbildes. Bundeshauptstadt Wien erhielt einige Jahrzehnte später, im Jahr 1978, doch noch ihr eigenes Andreas-Hofer-Denkmal. Neben den Ehrenmalen in Wien und Kufstein stehen außerdem noch welche in Innsbruck und Meran. Unser Schucki trägt bei QTV regelmäßig die Themen zusammen, die an den umliegenden Stammtischen heiß diskutiert werden. Diesmal widmet er sich unter anderem dem Verkehr in der Kufsteiner Innenstadt und berichtet über den Status quo zum Thema Kino. Nächste Woche auf Kufstein TV. Schucki, auf heißer Spur an den Stammtischen. Dort, wo kadert, gsudert und krogascht wird. Hallo liebe Zuseher, vor ziemlich genau einem Jahr durfte ich zum ersten Mal via QTV über diverse Stammtischgespräche aus unserem Sendegebiet berichten. Mittlerweile kann ich euch zum 12. Mal mit wichtigen oder unwichtigen Ereignissen beglücken. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Stammtischlers. Es gab wieder einiges zu diskutieren. Hass und Hetze im Netz, Kino, ja oder nein, Parkgebühren beim Schwimmbad und die geplante Beruhigung des innerstädtischen Verkehrs in Kufstein erregten zum Teil die Gemüter. Als aufmerksamer Leser verschiedener Facebook-Seiten stechen mir immer wieder zwei Schreiberlinge besonders ins Auge. Der eine ist ein absoluter Hasser der Parteifreien und Grünen und lässt sich auf seiner Seite in einer derart widerlichen Art und Weise über die Mandatare aus, die jeder Beschreibung spotten. Die Ausdrucksweise kann man nur als Gossensprache und unterstes Niveau abtun. Eine Meinung zu vertreten ist ja okay, aber die Wortwahl sollte sich doch auf einem verträglichen Niveau bewegen. Beleidigungen und Unterstellungen sind bei diesem Herrn gang und gäbe. Der andere gehört auch nicht gerade zu den grünen Freunden. Er hält sich in seiner Ausdrucksweise zwar eher ein wenig zurück, aber er ist nach seinen eigenen Aussagen ein Alleskönner. Ganz egal ob Politik, Wirtschaft, Gesellschaft oder Sport, Wikipedia ist gegen ihn ein Lerchalschaß. Selbst einmal politisch tätig, hat er alle anstehenden Probleme schon vor Jahren fix und fertig konzipiert gehabt. Seine Lösungen waren und sind immer die besten, aber leider hat man nie auf ihn gehört. Manchmal kommt ihm in seinen Meldungen ein Depp oder einer seiner Lieblingswörter Öse aus. Aber auch vermeintliche Kapazunder vergreifen sich manchmal im Ton.
Rüppelhaftes Auftreten, niveaulose Bemerkungen, Arroganz vor Unsicherheit, das sind einige Merkmale, die Erfolge signalisieren und Unkenntnis verbergen sollen. Mit Stil hat das nichts zu tun, sprach einst Thomas Schäfer-Ellmayr, Österreichs Knickepapst. Womit wir bei der vorletzten Gemeinderatssitzung sind, die im Juni über die Bühne ging. Hochher ging es beim Thema Einführung von Parkgebühren im Bereich des Schwimmbades. Heftige Diskussionen und teilweise nicht verständliche Aussagen der Mandatare pflasterten diesen Tagesordnungspunkt. Vor allem die Wortmeldungen wegen der Parkkosten für die Lehrer stieß bei manchen der Stammtischler sauer auf. Vor allem deswegen, weil es bereits in vielen Firmen und Institutionen üblich ist, dass die Mitarbeiter für einen Parkplatz in den Firmen zahlen müssen. Auch wenn sie von weit her anreisen. Wenn ein Lehrer nur nach Kufstein kommt, weil er einen gratis Parkplatz bekommt, dann gute Nacht. Ein Mandatar meinte, man muss ja nicht mit dem Auto ins Schwimmbad kommen. Es geht auch zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Bus. Wie das aber funktionieren soll mit zwei Kindern am Arm, zwei Badetaschen und Badeutensilien in der Hand, das schaue ich mir gerne an. Ein weiteres heikles Thema in den letzten Wochen war, was passiert mit dem Kino, das wahrscheinlich im Jahre 2024 seine Pforten schließen muss. Auch ein Thema im Wahlkampf bei der letzten Gemeinderatswahl. Grundsätzlich ist man mehrheitlich im Kufsteiner Gemeinderat dafür, das Kino zu halten. Eine Petition wurde gestartet. Der Bürgermeister meint, die sei unnötig, weil er schon lange in Verhandlungen um Lösungen für das Kino bemüht ist. Bei den Stammtischen wurde zwar keine Petition ins Leben gerufen, aber eine kleine Umfrage gestartet. 15 Stammtischbrüder wurden befragt. Frage 1. Wollen wir in Kufstein ein Kino? Ergebnis 12 Ja und 3 Nein-Stimmen. Frage 2. Wann seid ihr zum letzten Mal im Kino gewesen? 10 Stimmen, 3 Jahre oder länger nicht. 2 Stimmen, kann mich nicht erinnern. 3 Stimmen, heuer mit Kindern oder Enkelkindern. Nicht repräsentativ, aber man könnte trotzdem Schlüsse daraus ziehen und nachdenken, ob sich in Zeiten von Netflix und anderen Streaming-Anbietern Ausgaben, man spricht von 70.000 bis 150.000 Euro für ein privates Unternehmen, gerechtfertigt sind. Die Stammtischler sind auf die weitere Entwicklung gespannt. Es wird weiter in Kufstein fleißig gebastelt, um die Innenstadt verkehrsfrei zu bekommen. Groß angekündigt als das Verkehrskonzept der Zukunft. Es muss gesagt werden, dass sich die Mehrheit der Stammtischler nicht generell gegen eine Fußgängerzone ausspricht. Allerdings schenkt man den Plänen, die bisher an die Öffentlichkeit gekommen sind, kein großes Vertrauen, dass sie vernünftig umgesetzt werden können. Mit der neuen Regelung will man 6.000 von 17.000 Fahrten auf dieser Strecke einsparen, was vielleicht auch möglich ist. Doch werden die 6.000 Fahrten nicht verschwinden, sondern sich auf andere Straßen in der Innenstadt wiederfinden. Irgendwie hat man das Gefühl, man will die Autofahrer aus der Stadt verbannen. Allein im Bezirk Blatt die Aussage des Vizebürgermeisters zu lesen, warum soll ein solch signifikanter Platz nur den Autos vorbehalten sein, deutet darauf hin, die Autos aus dem Zentrum zu vertreiben. Wenn man sich über die Wildparker und Auspuffexperten im gleichen Artikel auslässt, sollte man sich zuerst die Frage stellen, warum das eigentlich überhaupt zum Problem wurde. Ob es hier nicht an der notwendigen Kontrolle fehlt, für die im übertragenen Sinn auch der Gemeinderat zuständig ist. Fragen über Fragen werden in diesem Zusammenhang auf die Planer zukommen. Eine Frage, die auf den Lippen brennt, über die noch gar nicht gesprochen wurde, was soll oder darf das Ganze kosten? Wahrscheinlich wird noch viel Wasser den Inn hinunterrinnen, bis es konkrete, auch der Bevölkerung nähergebrachte Entscheidungen geben wird. Auch zu diesem Thema ist in der nächsten Zeit genügend Zündstoff vorhanden. So, für heute reicht's. Ich freue mich auf die nächste Sendung, wenn ich von wichtigen und unwichtigen Sachen berichten darf. Und jetzt gehe ich mit meiner Geburtstagskarte und sage Servus und Prost, bis zum nächsten Mal. Schucki, auf heißer Spur an den Stammtischen. Dort, wo kadert, gesudert und krogascht wird.
Aufschlag für das größte Jugendtennisturnier in Österreich. Vom 14. bis zum 23. Juli finden beim Tennisclub Kufstein die diesjährigen Austrian Youth Open statt. Bei freiem Eintritt erwarten euch nicht nur spannende Matches, sondern auch ein ansprechendes Rahmenprogramm für Jung und Alt. Von Hüpfbogen über Spiele bis hin zur kulinarischen Verköstigung. Los geht's täglich um 9 Uhr. Game, Set and Match für die Austrian Youth Open. Die Orgelkonzertreihe, da wird im Juli auch jeden Dienstag ein anderer guter und international renommierter Organist und Organistin zu hören sein. Der Johannes Berger organisiert es, Heldenorgel, auch die Orgel in der Stadtpfarrkirche. Für heuer ist es An Evening with James Bond. Er selber wird nicht da sein, aber die berühmtesten James Bond Titelsongs der letzten Jahre, also es beginnt ja in den 60er Jahren und es ist so fast wie ein Streifzug durch die Popgeschichte, weil da Leute wie Billie Eilish haben mal einen Titelsong gesungen, Adele und all diese Sachen werden musiziert und gesungen und das am unteren Stadtplatz. Als härteste Sightseeing-Tour der Welt hat sich die Beat the City-Reihe in den letzten 10 Jahren einen Namen gemacht. In der letzten Ausgabe beleuchteten wir die Entstehungsgeschichte des Hindernislaufes, der in Graz seinen Ursprung hat. Diesmal geht es weiter mit der Expansion nach Linz und Innsbruck. Nachdem wir uns in Teil 1 der Entstehungsgeschichte des Grazathlons widmeten, blicken wir in Teil 2 auf die weitere Evolution des außergewöhnlichen Hindernislaufes. Und ich kann mich noch sehr gut ans schönste Erlebnis irgendwie erinnern, so als die Hälfte der Teilnehmerinnen durchs Ziel gelaufen ist und ich gemerkt habe, dass die Stimmung, dass sie diesen Spirit verstanden haben. Es geht nicht ursächlich um die Zeit, sondern es geht um das Bewältigen dieser Challenge und dieses Miteinander, auch das Miteinander helfen. Da habe ich gemerkt, die haben es verstanden, den Spirit. Und da ist mir irgendwie schon ein bisschen wässrig in den Augen geworden, weil ich gewusst habe, die Idee, die kommt an und das Ding geht auf. Und speziell vom Sportlichen ist die Veranstaltung halt extrem auf das Miteinander aufgebaut. Es ist nicht so, dass das im Fokus steht, dass ich die schnellste Zeit jetzt da auch, aber das ist ein Prozentsatz von allen Teilnehmern, von maximal 10%. Aber das Miteinander, das Gemeinsame, das Helfen, ich sage immer, bei dem Bewerb kannst du alleine weglaufen, aber im Team kommst du ins Ziel und hast dadurch neue Freundschaften gewonnen. Die Erfolgsgeschichte nahm ihren Lauf. Und so expandierten die Veranstalter 2019 nach Linz und Innsbruck. Geboren war die Beat the City-Reihe in 3 österreichischen Großstädten. Nach dem Schlossberg war es eigentlich schon, sag ich mal, ich habe gedacht, in trockenen Tüchern. Und der Buch ist dann aber noch einmal ein bisschen zugekommen. Ich habe dann bei einem Hindernis, das habe ich dann noch ein zweites Mal gemacht. Und ja, zum Schluss habe ich dann noch wirklich noch einmal schön andrucken müssen. Aber es ist ja dann leicht ausgegangen. Wenn sowas mitten in Graz ist, es ist eine Herausforderung. Wir dauern Herausforderungen. Ich habe mich zwar letztes Jahr gefragt, nachdem ich 3-mal gewonnen habe, viertes Mal, das wird schon, dass das überhaupt dann möglich ist. Eigentlich sollte ich am Höhepunkt aufhören und das habe ich mir heute 9 Kilometer lang gedacht, warum ich das nicht gemacht habe. Aber es ist einfach, wenn der Grazathlon ist und ich weiß, wenn ich zuschaue, leide ich noch viel mehr, als wenn ich mittendrin im Event bin, weil es mir dann so leid tut, dass ich nicht dabei bin. Im Innsbruckathlon, dem Finale der Serie, warten auf einer Strecke von 10 Kilometern ebenso 25 spektakuläre Hindernisse. 6.500 Teilnehmer sind ein Beweis dafür, dass das die richtige Idee ist. Aber ich glaube, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Die da draußen sind noch bereit für mehr. Aber immer noch einige hier unterwegs.
Immer noch der Applaus beim Wintersport Mannheim. Immer noch der Applaus hier bei uns auf der Bühne für drei großartige Teams. Auf der 3. Im Jahr 2024 wagen die Beat the City-Initiatoren den nächsten großen Schritt. Und Andi, was jetzt 10 Jahre sind vorbei, was ist next? Naja, Graz haben wir, check. Linz haben wir, check. Innsbruck haben wir, check. Was wird das nächste sein? Ja, ich würde sagen, auf nach Wien, oder? Auf nach Wien, machen wir's, komm. Gehen wir. Nächste Woche auf Kufstein TV. Zum ersten Geburtstag von Kufstein TV schilderten wir letzte Woche, wie eine Sendung von Grund auf entsteht. Von der Redaktionssitzung über den Filmdreh bis hin zur Aufzeichnung der Moderation. Heute geht es weiter mit den nächsten wichtigen Schritten und der endgültigen Fertigstellung. Bevor wir in die QTV-Redaktion abgeben, folgt allerdings die Werbung. Werbung! Erfolgsrezept. Ich kann nur gratulieren diesem Sender. Es ist so toll, was da geleistet wird. Die Kameraarbeit, die Themen, die da ausgesucht werden. Man merkt, dass sehr, sehr viel Liebe dahinter steckt, dass sehr viel Engagement dahinter steckt und auch Können und Wissen. Wow, wo hast du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. Werbung Ende! Ein Jahr Kufstein TV. Im zweiten Teil unseres Jubiläumsbeitrags geben wir weitere Einblicke hinter die Kulissen und zeigen euch, wie eine Kufstein-TV-Sendung entsteht. Nachdem Dominik von Tobi das letzte Mal die Daten der Moderationsaufzeichnungen erhielt, spielt er sie auf den Server, zusammen mit den Daten seines Drehs. Im Videoschnitt fügen sich die einzelnen Elemente zu einem großen Ganzen zusammen. Pro Beitrag dauert das zwischen 6 und 8 Stunden. Mit der Musikauswahl lässt sich die Stimmung in die gewünschte Richtung lenken. Es ist immer wieder ein besonderer Moment, den fertigen Beitrag zum ersten Mal anzusehen. Außerdem fügt der Cutter immer Tonlücken in die Beiträge ein. Diese Lücken werden von den Off-Texten geschlossen, die sich Alex überlegt. Die Off-Texte entstehen in enger Absprache mit dem Cutter. Die Off-Stimme, die was die Texte dann vorliest, ist sozusagen der Geschichtenerzähler von unseren Beiträgen. Die Texte sollen einerseits informieren und andererseits zum Fluss vom ganzen Bericht beitragen. Oft geht es darum, dass das eine Wort perfekt in das andere Wort greift. Die geschriebenen Texte werden jetzt natürlich noch vertont. Dies geschieht in der redaktionseigenen Sprecherkabine. Die fertigen Beiträge werden dann wiederum für Social Media als Reels aufbereitet. Das Zusatzmaterial wie lustige Outtakes und exklusive Aufnahmen seht ihr in unseren Stories. Also am besten gleich abonnieren und nichts mehr verpassen. Gegen Ende der Woche wird die Sendung finalisiert. Tobi setzt aus den einzelnen Puzzlestücken, wie beispielsweise die Anmoderation, die Beiträge bis hin zu den Werbespots, die fertige Sendung zusammen und sorgt für den nötigen Feinschliff. So, die Sendung für diese Woche ist fast fertig. Pro Bericht brauchen wir ca. 15 Stunden und wir haben einen Gesamtaufwand rein für die Sendung, für die halbe Stunde, was wir für euch produzieren, zwischen 80 und 100 Stunden.
Ich hoffe, wir haben für euch zum ersten Geburtstag von Kufstein TV interessante Eindrücke über unsere Produktion vermitteln können. Und auch in diesem Jahr werden wir unser Bestes geben, um das Geschehen in der Region bestmöglich festzuhalten. Das war unser Blick hinter die Kulissen von Kufstein TV. So entsteht eine Sendung Woche für Woche. Vielen Dank an alle, die mit so viel Leidenschaft an unserer Produktion arbeiten und natürlich bei euch fürs fleißige Mitmachen und Mitgestalten. In diesem Sinne, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebes Kufstein TV, Happy Birthday to you. Hut. Ich bin auch noch dabei. Ich gehöre auch zu der Crew und gratuliere QTV zum einjährigen Geburtstag. Aber aufpassen, liebe Seher, wo ich bin, da ist das Böse. Also, so sagt es vielleicht nachts beim Fernsehen. Servus und ich freue mich schon auf die nächsten 10 Jahre. Nachdem nun doch das ganze QTV-Team zu Wort kam, darf ich mich noch einmal für eure Treue bedanken. Und nächste Woche geht's weiter mit dem amüsanten Cornhole-Turnier in Niederndorf und einem illustren QTV-Porträt. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen. Von der Region für die Region.